Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist manchmal nicht einfach, nach so einem langen Marathon von Abstimmungen dann wieder zur Sachpolitik zurückzukehren. Und wir hatten eigentlich auch geplant, dass der Leitantrag des Landesvorstands, den wir mit einer größeren Gruppe von Menschen erarbeitet haben, jetzt von Robert Zion eingebracht wird. Ich hätte einen gesetzten Beitrag gehabt. Robert hat mich gebeten, die Einbringung zu übernehmen. Und seht es mir nach, ich muss jetzt im Kopf versuchen, zwei Reden hinzubekommen. Ich möchte aber allen, die an diesem Antrag mitgearbeitet haben, Birgit Beisheim, Katharina Dröge, Bärbel Höhn, der LAG Wirtschaft, vielen anderen, vielleicht habe ich jetzt, die Anna habe ich jetzt gerade vergessen, zu danken. Das war ein längerer Prozess und ich möchte auch ganz besonders nochmal Robert Zion für seine wirklich großartige Mitarbeit an diesem Antrag danken. Liebe Freundinnen und Freunde, als wir vor gut zwei Jahren die Enquetekommission zur nachhaltigen Zukunft der Chemieindustrie in Nordrhein-Westfalen eingebracht haben, da haben wir Grüne im Landtag Kopfschütteln und Unverständnis geerntet. Seitens unserer politischen Mitbewerber aus der Haltung heraus, was erlauben Grüne, um es mit Trapattoni zu sagen, und in den eigenen Reihen aus Sorge, wir würden unser ökologisches Alleinstellungsmerkmal aufgeben. Und darum bekräftigen wir heute, wir wollen den sozialen und ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, aber eben auch nicht den Abbau der Industrie. Auch wir wissen, Deutschland hat die jüngste Wirtschafts- und Finanzkrise bislang wegen des Erhalts industrieller Krisen besser gemeistert als beispielsweise der angloamerikanische Raum. Aber gerade wer will, dass die Industrie erhalten wird, muss sie zukunftsfest machen. Und das erfordert die Kreativität und auch den Mut zu neuen und nachhaltigen Wegen. Gerade weil wir kreative Ideen haben, sollten wir auch mutiger Industriepolitik machen. Wir sind dabei nicht Getriebene der IGBCE oder des BDI, wie allzu oft unsere politischen Mitbewerber, sondern unser Ansatz nimmt die globalen ökologischen und sozialen Herausforderungen ernst. Die Rohstoff- und Ressourcenverknappung, den Klimawandel, die Wasserverknappung, die Abholzung der Wälder, den Verlust der Biodiversität und den Zusammenbruch der natürlichen Fischbestände. Liebe Freundinnen und Freunde, seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts sind geschätzte 60% der weltweiten Ökosysteme geschädigt oder übernutzt worden. Vor diesem Hintergrund müssen wir unser Konsum- und Produktionsverhalten und insbesondere auch in unsere Industrie nachhaltig durch einen Dreiklang aus Effizienz, Suffizienz und Konsistenz verändern. Und so wichtig der Effizienzgedanke für das Gelingen der Energiewende ist, er allein wird den genannten Herausforderungen nicht gerecht. Denkt an die Energiesparlampe. Sie ist hocheffizient, am Ende ihres Lebensprozesses allerdings schwer zu entsorgender Sondermüll. Der Suffizienzgedanke birgt die politische Gefahr des Missverständnisses. Ich übersetze ihn deswegen auch ungern mit Verzichtsstrategie, sondern mit Vermeidungsstrategie im Sinne eines chinesischen Sprichwortes, was da sagt, der Kluge löst Probleme, der Weise vermeidet sie. Zentral für den industriellen Umbauprozess ist in der nächsten Zeit der Konsistenzgedanke, die Kreislaufidee, Cradle to Cradle. Mutter Natur kennt keinen Abfall, keinen Verzicht und keine Einschränkungen, sondern fördert eine unendliche Vielfalt. Auf die Wirtschaft übertragen bedeutet das, dass Cradle-to-Cradle-Produkte und ihre Komponenten zum einen wieder in einen biologischen Kreislauf zurückgeführt werden, zum anderen in einem technischen Kreislauf gehalten werden können. Und getragen von dem Dreiklang aus Effizienz, Suffizienz und vor allen Dingen Konsistenz haben wir auch in diesem Leitantrag unsere politischen Schwerpunkte gesetzt, indem wir 9 Schlüsselprojekte definiert haben. Am Anfang steht die Jahrhundertaufgabe, der Klimaschutz. Wir alle wissen,
dass unsere Polkappen immer mehr abschmelzen und dass wir hier ansetzen müssen und dass wir hier in den Industrienationen unsere Hausaufgaben machen müssen, damit die Menschen in den Ländern des Südens nicht die von ihnen nicht verschuldeten Auswirkungen alleine zu tragen haben. Das zweite Schlüsselprojekt ist, die energieintensive Industrie am Standort zu halten. Denn wir wissen, dass wir in der Industriegesellschaft eben auch das Bruttosozialprodukt erwirtschaften, mit dem wir letztendlich Arbeitsplätze schaffen können und diesen Wohlstand hier auch weiterhin ermöglichen können. Das dritte Schlüsselprojekt ist, dass wir den Umweltschutz prozessorientiert denken. Das heißt, einmal eingetretene Umweltschäden nicht erst nachher beseitigen, sondern bereits bei der Entwicklung von Produkten und Produktionsverfahren, deren Naturverträglichkeit immer mit berücksichtigen. Das vierte Schlüsselprojekt ist die Kreislaufwirtschaft. Das habe ich ja eben schon gesagt, wir müssen den Lebenszyklus von Produkten möglichst lang machen und wir müssen dafür sorgen, dass die Produkte, wenn wir sie am Ende dann doch nicht mehr brauchen, in die Natur möglichst schadfrei zurückgeführt werden können. Wir müssen als fünfte Schlüsselprojekt alternative Ressourcen und Rohstoffe erschließen. Unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, insbesondere diese Abhängigkeit, muss verringert werden, ökologisch, ökonomisch und auch geopolitisch. Wir müssen schließlich neue Produktions- und Konsummodelle entwickeln, damit wir diese Plünder- und Plundergesellschaft tatsächlich überwinden können, und wir werden es müssen, damit diese Erde bleibt. Und schließlich, interdisziplinäre und vernetzte Forschung, Bildung und Ausbildung ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit unseres Industriestandortes. Ökologische Innovations- und Förderstrategien müssen viel stärker in den Blickpunkt bei unserer Förderpolitik kommen, sowohl hier in Nordrhein-Westfalen als auch in unserer Bundesförderpolitik. Das ist wichtig, damit wir die innovativen Kräfte in der Wissenschaft und Wirtschaft nicht alleine lassen, sondern sie mitnehmen und ihnen auch das Handwerkszeug ermöglichen, was sie für ihre Zukunftsforschung brauchen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Erfahrung der Enquete-Kommission, die ich am Anfang angesprochen habe, zeigt, natürlich gibt es Beharrungskräfte, aber wir haben auch Verbündete in der Industrie. Bereits 1975 entwickelte Dr. Joseph Ling, der damalige Vizepräsident des Weltkonzerns 3M, die 3P-Umweltstrategie. Pollution, Prevention, Pace. Umweltschutz zahlt sich aus. Und er sagte damals bereits, es ist effektiver, Umweltbelastungen von vornherein zu vermeiden, als bereits entstandene Schäden nachträglich zu beheben. Bei über 9.300 Projekten wurden seitdem allein bei 3M 1,6 Millionen Tonnen Schadstoffe vermieden und 1,5 Milliarden US-Dollar eingespart. Ihr seht, es gibt die Kreativen und Innovativen, und das sind unsere Verbündeten auf diesem Weg in eine nachhaltige Industriegesellschaft, die wir mit denen zusammen umbauen müssen. Und gerade weil unsere politischen Mitbewerber Getriebene der Beharrungskräfte sind, ist es an uns, ein Leitbild für eine zukunftsfähige, eine verantwortungsvolle und verantwortbare Industrie zu entwickeln. Liebe Freundinnen und Freunde, die Zukunft der Industrie muss nachhaltig sein, damit die Industrie bleibt. Und darum lasst uns mit diesem Antrag klarmachen, die Zukunft der Industrie ist grün. Herzlichen Dank.